Jetzt bin ich auf einmal hier in dem Stall und Samuel Paxton steht neben mir. Ich weiß nicht genau warum. Oh, there you are, my dear. Wie geht es dir, Pauline? Ja, super gut. Danke gut, Mr. Paxton. Mister? Oh, das ist clever. Dankeschön. Wie kommst du im Westernreiten voran? Oh, ich denke ganz gut. Ein wenig Übung brauche ich aber sicher noch. Das ist kein Problem. Dafür seid ihr ja hier. Sag mal, darf ich dich etwas Persönliches fragen? Ja, was denn? Nehmen wir einmal an, es gibt da einen Junge. Der findet dich richtig gut, ja? Soweit kann ich noch folgen. Und dieser Junge will dir jetzt etwas schenken, right? Right. Was will er mir denn schenken? Ha! Das ist genau das Problem, wenn du verstehst, was ich meine. Was soll ein Junge einem hübschen Mädchen schenken? Ich stehe irgendwie auf den Schlauch, weißt du? Ich verstehe. Dieser Junge, der das Mädchen so gern hat, ist sich nicht sicher, was er ihr schenken soll. Richtig. Genau das weiß er eben nicht. Das Mädchen reitet aber nicht zufällig, oder? Zufällig tut sie das schon. Meinst du, das macht einen Unterschied? Das Herz eines Mädchens kann man ganz leicht gewinnen, wenn man über ihr Pferd geht. Schenken Sie ihr doch etwas Hübsches für ihr Pferd. Damit nehmen Sie sie bestimmt für sich ein. Meinst du? Wieso überhaupt ich? Ich dachte, wir sprechen hier über einen rein hypothetischen Junge. Ach so. Na, dann kann der Junge ja mal rein hypothetisch in diesen Laden in der Stadt gehen und schauen, ob er was Nettes für das Mädchen findet. Okay. Ich denke, das könnte der Junge tun. Rein hypothetisch. Vielen Dank für deinen Tipp, Pauline. Catch you later, kiddo. Ja, bis später. Und viel Glück. Rein hypothetisch, versteht sich. Er nennt mich immer Kiddo und Kid, das finde ich kacke. Ich will so nicht genannt werden. Ah ja, ich muss mich ja mit Alex treffen auf der Mountainbike-Strecke. Denn er hat vielleicht Informationen für mich, was die Angestellten von der Bank angeht. Wobei ich das schon etwas komisch finde, weil warum kann Alex sich nachmittags mit mir auf der Mountainbike-Strecke treffen, wenn er danach noch arbeiten gehen muss anscheinend? Das ist ein bisschen komisch. Und vielleicht ist es ja doch der Paxton, der sich heimlich mit der anderen Lehrerin trifft und jetzt ein Geschenk haben will. Oder es verwirrt uns nur alle, weil sie uns total verwirren wollen mit diesen voll krassen Story-Twists und wer sich hier mit wem trifft. Und ich war auch schon lange nicht mehr mit Katja ausreiten. Wir vernachlässigen Katja total. Können wir nächstes Mal dann mit Katja und Vanessa wieder in Urlaub fahren? Bei My Boyfriend 3. Ja, und das wäre schon geil. Aber nur wenn Katja das will. Ich weiß nicht, ob sie sich mit Vanessa versteht. Wo ist er denn jetzt? Da ist er ja. Bam! Boah, ich bin ihm voll reingefahren. Okay, und jetzt? Wieso kann ich nicht mit ihm reden? Hallo? Halt zur Mountainbike-Strecke und rede mit Alex. Ja, das mache ich doch. Da bin ich doch. Muss ich absteigen oder was? Hallo? Hallo, Pferd, geh mal zur Seite her. Ah ja, ich muss absteigen. Hey Pauline, pass auf, ich habe tatsächlich was herausgefunden. Aber es wird dir nicht gefallen. Erzähl schon. Die Akademie hat große Schulden. Die stecken echt in argen finanziellen Schwierigkeiten. Ich nehme an, durch die ganzen Umbauten und Renovierungsmaßnahmen. Kann sein. Jedenfalls will Direktor Pohlmann dem Kredit keinen Aufschub mehr gewähren. Er ist für die Schließung und abschließende Abwicklung der Akademie. Abwicklung? Was heißt das denn? Das bedeutet nichts anderes, als dass die Akademie in Teilen verkauft wird. Manches von dem Grundstück geht vielleicht an Pächter, der See zum Beispiel. Und das Gebäude könnte an einen Investor verkauft werden. Das ist ja furchtbar. Und welche Rolle spielt Sebastian dabei? Naja, so eine aggressive Maßnahme gegen eine eingesessene Institution wie die Akademie durchzubekommen, das dürfte alles andere als einfach sein. Ich nehme an, Sebastian hilft seinem Vater, Material zu sammeln, was der dann gegen die Akademie und ihre Leitung verwenden kann. Oh mein Gott, das müssen wir unbedingt verhindern. Vielen Dank, Alex, dass du deinen Job für uns aufs Spiel gesetzt hast. Ich muss jetzt zurück in die Akademie. Wir sehen uns morgen, ja? Alles klar. Ja, ganz schön krass, aber sowas vermutete ich ja bereits. Aber heftig, heftig, was der armen Akademie da vielleicht bevorstehen mag. Das ist natürlich schon etwas extrem. Da muss ich gleich mal ein bisschen mein Pferd kraulen. So.
Wir steigen mal von links auf. Und dann gehe ich mal lieber zurück. Und mal gucken, was da noch passiert. Oh nein! Frau Milan! Pauline! Habe ich jetzt wieder das Spiel kaputt gemacht? Max musste mir berichten, dass... Ja. Ach. Oh nein. Oh Gott. Und ich habe wieder nicht gespeichert. Oh. Ich hasse dieses Spiel einfach nur. So. Also, unsere Aufgabe besteht jetzt darin, wir sollen auf jeden Fall mal mit Irina, ist ihr Name, Irina vor dem Klassenzimmer reden. Und da gehe ich jetzt auch hin. Ah, wenn ich hier nicht mich die ganze Zeit in der Treppe festhänge, dann könnte ich es auch schaffen, zu Irina zu kommen, die da hoffentlich vor dem Klassenzimmer auf mich wartet. So, lustig auch, dass man die meisten Räume hier eigentlich überhaupt nicht benutzt. Da ist sie ja. Na, was geht? Ich wollte nur sagen, dass sie nicht wahnsinnig ist, wegen dem Pferd und so. Hallo Irina. Ich weiß, dass du eigentlich keine Lust hast, dich zu unterhalten. Aber ich wollte dir nur sagen, dass ich vorgestern Abend eine Begegnung am See hatte. Eine Begegnung? Was genau meinst du? Ich habe dort ein Pferd gesehen. Das weiße Pferd. Wirklich? Du hast es gesehen? Ja. Ich wollte es dir nur kurz sagen, damit du dich nicht so alleine fühlst. Es gibt das Pferd und ich glaube dir. Egal, was die anderen sagen. Dankeschön, dass du dich mir anvertraut hast, Pauline. Aber es ist spät. Lass uns besser zum Unterricht gehen. Okay, sie weiß aber auch irgendwas. Und Irina sitzt da hinten neben Hannes. Schon mal aufgefallen? Irina sitzt neben Hannes. Ne, dem Schüling der Schule. Na, Katja? Was hast du jetzt vor? Warum ist denn Katja da hinten? Ich habe Elsie bereits von der ganzen Sache erzählt. Wir müssen unbedingt herausfinden, was an der Geschichte dran ist. Auf jeden Fall. Wie gehen wir vor? Wir nehmen Sebastian ordentlich in die Mangel, bis er uns alles sagt. Okay. Haben wir noch andere Ideen? Realistischere? Was denn? Die Idee ist doch prima. Ich schlage vor, wir lenken ihn ab und durchsuchen dann kurz seine Sachen. Vielleicht findet sich da etwas, was uns weiterhilft. In Ordnung. Wer lenkt ihn ab? Elsie? Kein Problem. Ich frage ihn einfach, ob er mir mit meinem Pferd helfen kann. Und solange er weg ist, sehe ich mir mal seine Tasche an. Und ich checke, ob auch keiner kommt. Also gut, dann los. Ich glaube, er ist mal wieder in der Bibliothek. Ja, das kann natürlich sein. Er macht sich da wieder Notizen, ja. Der Sebastian. Der Grünschnabel. Wir gucken mal. Da ist er ja. Da kommt auch die Girls Gang. Ich würde das Gespräch gern mithören. Der Zwinkerer war ja geil. Ich sollte mich besser beeilen. Nachher kommt er doch schneller wieder zurück als erwartet. Schnell, wir müssen gucken. Und? Hast du was gefunden? Allerdings. Sieh mal hier. Ein Golfressort? Verstehe ich nicht. Was hat das denn mit uns zu tun? Schau dir mal das Gebäude genauer an. Ach du grüne Neune, das ist ja die Akademie. Die wollen aus der Akademie ein Golfressort machen? Ich fass es nicht! Dass es davon bereits Flyer gibt, zeigt ja wohl deutlich, wie weit fortgeschritten der Plan ist. Wir müssen ganz dringend etwas tun, sonst wird es die Akademie ganz sicher nicht mehr bis Ende des Schuljahres geben. Tja, das ist natürlich die Frage. Bei so Geldsorgen kann das natürlich immer alles ziemlich schnell gehen. Oh, guck mal, ich könnte hier lesen. Oh. Was bringt mir das? Achso, das ist nur so eine Info für mich. Ah, da hätte ich lernen können für meine Prüfungen. Oh. Ja, jetzt auch egal, oder? Jetzt macht das keinen Unterschied mehr. Okay, wir springen mal dann zum nächsten Tagesabschnitt. Ich habe noch gar nichts mit meinem Pferd gemacht. Das ist ja schon ein bisschen... Ah, gehen in den Stall. Okay, gut, dass wir gerade drüber geredet haben. Weil dann kann ich nämlich im Stall mich auch noch mein Pferd kümmern. Ich habe es noch nicht mal gefüttert. Müsst ihr euch mal vorstellen. Das arme Ding. Aber dann füttere ich es jetzt noch, putze an der Box und blablabla. Damit es zufrieden ist, ne? Das ist schon noch ein bisschen schlimm, damit man immer... Weil der Anschiss von Frau Milan wäre mir ziemlich egal...
aber in dem Wissen, dass mein Spiel danach abkackt. Oh, was ist mit Paxton? Da Na, flüchtet sieh er. Mal einer an. Ich bin mir sicher, dass der gute Mr. Paxton gerade auf ein hypothetisches Date geht. Ich denke, ich sollte ihm mal folgen und herausfinden, ob sich mein Verdacht bestätigt. Ja. Wir folgen Paxton. Was? Reite zum Kanuhaus. Wieso muss ich denn jetzt zum Kanuhaus reiten? Soll ich es erst füttern? Nee, ich würde sagen, wir reiten einfach los. Erstmal umziehen. Gut auch, dass sie weiß, dass sie zum Kanuhaus reiten muss. Finde ich jetzt schon interessant, dass Pauline da so den Durchblick hat. Weil sie hätte ja auch einfach aus der Tür rausgehen können und ihm hinterherlaufen. Na komm. Wie sie immer noch die Bandagen anhat hier. Das ist schon ein bisschen lustig. Na dann, auf, wie geht's? Zum Kanuhaus am See? Aber wollte ich... Nee, okay, ich hatte heute noch keine Verabredung weiter. Dann mal gucken, der Paxton, trifft der sich vielleicht mit der... Nee, mit der Moron nicht, sondern mit der anderen, wenn dann mit dieser... Ich vergesse mir ihren Namen, mit dem Blondchen. Dieser anderen blonden Lehrerin, das halte ich schon eher für realistisch. Da die auch immer so... Naja, ihr habt ja gesehen, die sitzt dann so rum und hat dann irgendwelche komischen Blumen dabei und redet komische Sachen und so. Das wäre für mich schon die verdächtige Nummer 1, also auf der Liste der potenziellen Damen. So, wo ist das Kanuhaus? Was ist das da? Ist das hier links, ne? Oh ja, da sind wir. Oh, da ist der. Ja, da sehen sie doch. Aber das, der eine sieht aus wie Kevin Lars. Oder ist, der hat einen Hut auf, dann ist es der Paxton. Und natürlich unsere Lehrerin. Da sind sie ja. Ja, das ist doch okay. Dürfen sie doch. Und sie steht daneben. Tada! Oh, Pauline! Du hast uns erschreckt. Das kann ich mir denken. Außer mir ist ja auch noch niemand dieser ganzen Heimlichtuerei auf die Schliche gekommen, nehme ich an. Man könnte sagen, diese Date ist eigentlich rein hypothetisch. Sicher, alles klar. Pauline, bitte, versprich mir, niemandem etwas davon zu sagen. Willst du das tun? Warum muss das Ganze eigentlich so ultra geheim sein? Weil dann einer von uns beiden vermutlich hier seinen Job aufgeben müsste. Ich glaube nicht, dass Frau Milan gern hätte, dass ihre Lehrkräfte untereinander, ja, sagen wir, anbandeln. Und ich soll niemanden davon erzählen? Nicht mal Katja? Bitte, Pauline. Wir wollen Ende dieses Jahres ohnehin von hier weggehen. Zurück nach die Staaten und dort zusammen eine Ranch aufziehen. Könntest du es so lang für dich behalten? Bitte? Also gut, ich versuch's. Vielen, vielen Dank. Aber vielleicht sollten Sie in Zukunft etwas vorsichtiger sein. Wenn ich das Ganze herausfinden kann, dann auch andere. Und ich kenne einige, die nicht die Füße stillhalten würden. Oh, ganz sicher. Von jetzt an würden wir ganz furchtbar subtil werden. Ganz furchtbar subtil. Das sieht wirklich sehr subtil aus, ja. Mhm. Wollen wir noch ein bisschen rumstehen? Kann ich sie wegschieben? Kann ich es euch auseinanderbringen? Ah, ich hab's geschafft. Oh nein, okay, wo fasst er denn hin? Also, er, Mr. Paxton, das, Aha, okay, das ist wirklich interessant. Mr. Paxton, ich meine, was wird das hier? Das kann ich nicht mehr zurückschieben. Das ist aber blöd. Oh, guck mal, er will lieber mich. Er will lieber mich als die Frau Lehrerin. Oh, Mr. Paxton. Okay, egal. Genug rumgealbert. Schieben wir die beiden wieder aneinander, so wie sich das gehört. Oh, oh, oh. Seine Hand berührte aber ganz schön Dinge, die er nicht anfassen darf. Oh, guck mal, jetzt haben sie sich an den Händen. Ah, so süß. Da schüttelt sich ganz natürlich die Hand. Und jetzt schüttelt er ihr ganz natürlich die Brust. Und so passt das einigermaßen. Gut, ich lasse sie jetzt einfach in Ruhe, das... Sieht so aus, als würden sie irgendwie
Egal. Ich glaube, wir lassen das einfach. Ich muss zurück. Ich muss mich um mein Pferd kümmern. Ich habe keine Zeit für sowas. Was muss ich denn machen? Ah, nichts. Und wenn ich jetzt den Tag überspringe, dann feuert mich Frau Milan, glaube ich, wieder. Huch, wow. Wow. Wo bin ich denn jetzt hin eskaliert? Kann ich mich teleportieren? Muss mal gucken. Ab in den Stall. Juhu, Teleportation. So rein und dann füttern und ab ins Bett mit dem Pferdchen. Es wird Zeit.